Meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge. Wir sind heute in einer Herausforderung Outrun Spass. Wir sind hier jetzt in einem, was war denn das? Das war irgendein Rennen der Militian Sache. Wir sollen mit 50 Meter Vorsprung gewinnen und deswegen, wir spielen gegen Busse. Wir spielen gegen fucking Busse. Achso. Also ich weiß nicht, mit den Bussen kann man vielleicht auch nicht so doll in die Kurve rein. Aber ich kann ja auch nicht, ich habe vorne nur einen Reifen. Dafür bin ich schön klein, also... Ich weiß nicht, ob das hier ein faires Rennen ist oder nicht. Ich habe jedenfalls 6 Runden dafür Zeit. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Boah, ich krieg noch nie mal die Kurve hin ordentlich. Das ist auch unmöglich hier. Gut, Vorteil, ich bin jetzt 16er? 16er. 15er. Also ich kann mich... ihr seht ja, wie ich hier rumrutsche. Das bringt mir eigentlich auch nicht viel. Also es ist bloß eine... Ein Rennstrecke, sagen wir es mal so. 6 Rundenstrecke, das reicht auch vollkommen zu. Ich soll ja... Oh, fuck. Also das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Das kriegt man doch nicht hin. Keine Chance, Leute. Ey, das ist doch... Das ist null Chance. Null Chance. Ich sehe noch nie mal irgendwelchen... Noch nie mal die Top 10 hier. Nee, Leute. Also, das müssen wir noch neu starten. Wenn ich das jetzt nicht hinkriege... Schwierigkeiten, Schaltung automatisch. ABS ist voll. Traktion halb. Eigentlich ist er ja gut. So wie er ist. Also ich weiß nicht wie ich das schaffen soll. Ich werde es hier noch einmal probieren. Ich merke meinen Kopfhörer irgendwo wieder und sitze da wie so ein Gollum. Aber ich würde das gefallen, wie ich da sitze, aber mein Schatz. So, haben wir es auch geklärt. Keine Chance mit meinen 3 Reifen hier erst zu kommen, auch wenn ich 6 Runden Zeit habe, aber nee, also da jetzt muss ich auf die EU auf die Außenperspektive gehen, auf die Third Person. Ich, das ist ein bisschen verpackt, ist es ja nicht. Ich bin erst 19. Wie verarschen? Vielleicht ist auch die Third Person hier ein bisschen besser in dem Rennen. Nee, also ich denke mal nicht, dass ich das jetzt in nächster Zeit hinbekomme. Jedenfalls haben wir das Rennen schon mal gesehen und wir wissen, wo das endet. Das heißt, wir müssen doch ein Demolition-Rennen zuerst machen. Natürlich fahre ich dieses Rennen noch zu Ende, um zu gucken, wo ich jetzt circa rauskomme. Und vielleicht auch noch irgendwie den 10-Platzierten sehe. Aber ich denke mal, das ist für mich hier nur Shane, nur Challenge. Fürs Erste. Ich sehe erstmal die ganze Zeit vibriert. Nee, keine Chance, Leute. Das ist für mich unmachbar. Ich würde mal sagen, wenn euch trotzdem eine ganze Part gefallen hat, gibt nur noch, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare. Nächstes Mal machen wir mit dem Demolition Rennen. Da könnt ihr wieder auf alles kaputt rechnen, was es überhaupt gibt. Bis zum nächsten Mal, sagt der Münzi. Ciao, ciao.